Geht das jetzt los? Ich glaube ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück wieder zu The Vanish of Ethan. Und ich glaube, das Tor, das ist jetzt neu, das ging da runter und wir sind jetzt wieder auf diesen Schienen. So, hier haben wir den Text. Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Natürlich die einfachste Methode ist zu verbrennen. United States. Patent. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihrem dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gerne als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Markey, Verwaltungsdirektor. Jawohl. Hier haben wir nochmal ein kleines Schriftstück, was wir sofort wieder weglegen, auf jeden Fall. Der Fluch des Seemonsters speichert die Zähne. Ja gut, aber das haben wir ja eigentlich schon gelesen. Ich frage mich, warum das jetzt hier nochmal liegt. Oder es dient einfach nur zum Abspeichern. Jetzt speichert es nochmal die Zähne und das ist der Gang, wie ich schon gesagt hatte. Und dann hier haben wir noch diesen endlos langen Gang. Und irgendwo hier soll angeblich die Spitzhacke auch noch irgendwo rumliegen. Ich habe keine Ahnung wo. Und der Gang geht immer weiter. Ich sehe es einfach. Der Gang hört gerade mal nicht auf. Und hier geht es wieder irgendwo in ein Nichts hin. Hä? Lag da was? Nein, ne? Och, ist das ätzend. Der Weg, der ist ja mal so lang. Ach nein, da hört er auf, da hinten. Und da sind irgendwelche Dämpfe. Da gehen wir sofort hin. Ich gehe mal eben noch bis zum Ende des Ganges. Ach, das war's schon. Dann werden wir gezwungen anzuhalten. Ich werde gucken, dass ich die Folge nicht allzu lang mache wie die letzte. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Aber wir sind einfach mal durchgelaufen. Erfolgreich. Wie I gesagt. could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and, with luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Was auch immer. Wir laufen auf jeden Fall nach oben, das kann ja schon mal gar nicht so verkehrt sein. Alter, hab ich mich erschrocken. Ja, aber wo laufen wir denn jetzt hier raus? Laufen wir jetzt hier komplett raus? Das sollen wir doch gar nicht. Weil wir haben ja noch nicht den kompletten Mord erkundet, den wir da hinter uns gelassen haben. Einfach mal locker, flockig. Nee, hier dürfen wir noch nicht lang.
Wir haben noch nicht alles. Aber ich weiß auch ganz ehrlich gesagt nicht, wo die Spitzhacke sein soll. Da habe ich jetzt echt ein ernsthaftes Problem. Weil es ist ja saudunkel alles hier. Und hier kann ich auch gar nicht schneller laufen. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist. Wie kriegen wir jetzt die Spitzhacke? Wir brauchen auf jeden Fall die Spitzhacke. Und das mit dem Zug, das müssen wir auch noch irgendwie klären, mit dieser Lok, die da ist. Weil, wir haben eine Leiche im Fahrstuhl. Was allerdings nicht aufgeht. Wir haben hier überall totale Finsternis. Hier links und rechts. Wir sehen hier sowieso nicht, was hier links und rechts ist. Wir haben den Fahrstuhl mit einer Leiche drin. Fahrstuhl geht nicht auf. Uns fehlt eine Spitzhacke, die wir aber irgendwo gefunden haben oder gesehen haben im Dunkeln. Jetzt ist natürlich die Kunst, die zu finden hier im Dunkeln erstmal. Denn wie, weiß ich selber noch nicht. 1000 Briefe sind, das Tor ist zu, wir kommen da nicht mehr rein. Da, eine Spitzhacke, ich werde bekloppt, eine Spitzhacke. Hier ist eine Spitzhacke. Ich sehe die doch. Die habe ich aber auch nur gesehen, weil ich hier jetzt... die kriege ich nicht. Ah, da muss bestimmt der Zug lang fahren. Und da müssen wir jetzt irgendwie durchkommen. Durch diesen Steinhaufen hier. Ich versuche das doch mal mit Anlauf. Gerade beschlossen. Weil anders geht das hier nicht. Okay. Attacke! Ernsthaft? Das war jetzt wirklich billig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wartet mal, wir müssen bestimmt die Weiche stellen, oder? Ne, der dürfte gar nicht da lang fahren. Wieso fährt er denn hier lang? Das kann der... Weil normalerweise... Möp, möp. Thomas, die kleine Lokomotive ist das. Ja. Und was sieht man da? Jawohl. Eine Spitzhacke. Oh, die im Stromding drin war. Ja gut, wir können da jetzt... Ich weiß nicht. Fahren wir jetzt bis da hinten hin und gucken, was da noch ist? Oder wir gehen jetzt zurück? Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und machen das jetzt mit der Spitzhacke. Ja, wurde mit der Spitzhacke kaputt gemacht, das Tor? Offensichtlich. So, wir haben jetzt die Spitzhacke. Wir haben den Kerl. Und das war's anscheinend schon. Wir haben zwei Geschichten. Nein, das sind auch drei, vier. Vier Geschichten. Oleg und die sind in den Fahrstuhl, warum auch immer. Dann nimmt er seine Spitzhacke und macht höchstwahrscheinlich... Hä? Okay, da hat er die Spitzhacke noch nicht gehabt. Ach, das war's schon. Was macht er denn hier damit? Also, ich kann mir vorstellen, dass das Nummer 1 ist. Das sind doch vier Geschichten, ne? Ja, ja. So.
Da sehen die den Fahrstuhl. Da verabschieden die sich. Da drückt er dann Teil. Er nimmt die Spitzhacke, warum auch immer. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Ich habe gar nicht gesehen, dass die Leiche die Frau war. Ups. Warte auf mich. Ah, das ist die nächste Geschichte. Ah, ja gut. Bei genaueren Hinsehen erkenne ich es auch. Dass das die Frau war. Ups. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go now. Warum ist das? She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Wir fahren mal mit der Bimmelbahn eben dahin. Geht bestimmt schneller. Vielleicht finden wir ja gleichzeitig noch irgendwas. Vielleicht auch nicht. Okay. Eine chemische Reaktion also. Das Wasser kocht nicht wirklich. Nun gut. Wo kommt das jetzt nicht gleich? Nee, ne? Hier noch nicht. Ein weiter noch. Hey, das voll Metro ist das. Das neue Metro. Na, ah, da vorne ist es auch schon. Latschen wir jetzt nochmal durch das Wasser. Wir fahren gar nicht mehr damit. Ah, die Bahn macht immer noch Geräusche. Bug gefunden. Naja. Dann gehen wir mal weg von dem schrecklichen Ort. Okay.
Also, was wir ja jetzt gesehen haben, dass wir in der Tat anscheinend wirklich die Aufgaben gar nicht machen brauchen. Wir brauchen einfach nur quasi durchs Level laufen jedes Mal. Bis wir am Ende sind, aber wahrscheinlich wird uns dann hinterher nicht die gesamte Geschichte dann erzählt oder wie auch immer. Uns fehlt dann wahrscheinlich was. Und darum sollten wir vielleicht alle Aufgaben machen. Gehe ich jetzt mal von aus, dass das so ist, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was man mit der Handgranate zum Beispiel macht, die ich gefunden habe. Und das war ja jetzt auch nicht unbedingt so leicht, die zu finden. Das war ja eher Zufall. Ja, und jetzt sind wir hier unten angekommen. Haben verschiedene Objekte gleich, die wir uns angucken können. Offenbar. Aha. 1901. Hier ist der riesige Damm. Hier haben wir ein Haus. Was wir nicht öffnen können. Man kann so ein bisschen reingucken, aber hilft uns nicht wirklich weiter. Grafikfehler inklusive. Oh, hier ist eine Tür. Rauchen verboten und wir kommen hier nicht rein, weil es doch nicht so die Tür ist. Ah! Jo, das ist ja sehr einladend hier. An der Wand montierte Kiste, achsförmige Verfärbung, Feueraxtkasten. Axt. Ja, wunderbar. Eine Axt, wo wieder eine Leiche liegt. Mit einer schönen Menge Blut wieder. Ja, super. Fängt ja schon wieder gut an, ne? Ein Mord nach dem anderen. Hoda, hoda. Zerstört von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Kaputte Tür. Jo, ich würde mal sagen, das wurde mit der Feuerwehraxt eingerannt und da liegt sie auch schon. Und wieder einmal dürfen wir hier umgestürzter Stifthalter, verstreutes Schreibtischzubehör, etwas hastig genommen. Stift, Bleistift, Schere, Brieföffner, Lineal. Und hier ist auch wieder das Fragezeichen. Ja, gut, dass das Schere. Ach, das ist dieser Aufzug da, genau. Untersuchen. So, dann haben wir jetzt schon mal die Axt. Wofür auch immer. Wir haben sie einfach. Opfer in die Enge gezwungen. Durchstochener Hals. Keine Wunden, keine Zeichen eines Kampfes, keine Fußspuren. Ja, Moment. Wir müssen jetzt erstmal die Schere finden. Und wir müssen vielleicht die Axt hier auch noch irgendwie einbringen. Ah ja. Warum auch immer wir die Axt hier hinlegen. Stimmt, da war ja der Fahrstuhl. Da müssen wir mal eben noch hinlaufen. Ach, dann ist das hier eine Feuerwehrstation oder was?
Oho. Okay. Hier ist dieser Fahrstuhl. Hier liegt eine Kabeltrommel drauf. Und wir könnten, wenn wir lustig wären, den Fahrstuhl bis nach oben hinfahren. Okay, das ist einfach jetzt so eine Schere. Ich glaube mal, dann haben wir auch schon den Mord wieder aufgeklärt. Also ganz, ganz einfach eigentlich. Jetzt sag ich einfach und jetzt können wir den nicht aufklären, weil uns irgendwas fehlt. Aber nein, er hat die Axt genommen, ist dann hier durch die Tür gezimmert und hat den Typen dann umgebracht. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wieder die Geschichten, wie wir sie halt kennen schon jetzt. Und wieder mal sind es 4 Stück und die führen sogar nach außen. Nach außen führen diese. Ah, hier haben wir ja den ersten. So, das ist der Bruder. Und das ist Oleg. Ja, ja, und der Bruder von dem Jungen hat wahrscheinlich die Tür eingerannt. Mit dieser Axt. So. Ja, ja. Oh. Ja, das waren jetzt nur 3 Geschichten, ne? Ach, da ist noch eine. Oh, eine gefehlt uns jetzt noch. Der wartet aber mit der Axt hier schon. Bestimmt beim Fahrstuhl finden wir die andere Geschichte dazu. Und die werden bestimmt mit Fahrstuhl gefahren sein zuvor. Oh, zu weit weggegangen. Wir müssen echt mal achten, wohin das fliegt, diese Geschichten. Ich meine, das waren 4 Stück gewesen und wir haben wie viel gefunden? 3? Nochmal. Was? Okay, irgendwas haben wir anscheinend verpasst. Irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht mehr, aber ist es in Ordnung. So, wir haben jetzt alle 5 Geschichten. So, das bedeutet, er wartet hier. Verprügelt den. Ein paar Mal. Dann kriegt er hier nochmal einen auf den Sack. Eigentlich ist das doch jetzt ein ganz nachvollziehbarer Weg, finde ich, ja? Aber okay. So, das ist Nummer 4 und das ist Nummer 5. Mal schauen. Put down the axe. Ein Unfall? An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh God! Oh God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward,
and you'll be meeting Ethan again soon. Es fliegt irgendwo noch da hinten hin. Latschen das mal eben hinterher. Sollten wir es dann nochmal wiederfinden? Ja. Ich würde mal sagen, wir finden es wieder. Okay. You disturbed it, not me. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Speichert die Zähne. Was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's dann jetzt mit dieser Folge. Wir halten sie wirklich mal jetzt ein bisschen kleiner als die anderen Folgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von The Vanishing of Ethan. Ja, ich würde sagen, bis dahin. Ciao.